Papier bitte! Drücke starten aus dem Inventar. So. Yeah! Die Urkunde können wir ihm geben. Aber, ho, du hast mich gerettet. Wegen dir konnte ich so richtig schön durch. Ja, wenn ihr wisst, was ich meine. Das hier ist reingeplumpst. Ich geb's dir. Aber ich meine, ein Herzteil. Cool. Alles klar, das wusste ich noch. Halbwegs jedenfalls. Und, ja, was jetzt? Ich glaube, wir können da eigentlich schon beruhigt hingehen. Ja, was heißt hier beruhigt? Und diese Musik ist irgendwie krass. Boah, Gänsehaut und so. Ostunruhstaat. Okay. Naja, hier können wir jetzt halt hochgehen. Oder auch nicht. Achso, oh, ja, stimmt, ja, habe ich ganz vergessen. Alles klar, also muss man am Anfang hier den Typen das hier geben. Um da hinten hinzukommen. So, noch ein Herzteil. Haben wir schon mal zwei Herzteile, das ist doch was. Du, zögere jetzt nicht. Sieh doch, du kannst jetzt hier hinaufgehen. Alles klar. So, jetzt wird das echt episch. Punkt. Was hab ich dir nochmal? Naja. Schwester! Ah, Teil! Wir haben euch gesucht! Hey, Horror Kid! Wie wär's, wenn du diese Maske jetzt zurückgeben würdest? Hörst du mir überhaupt zu? Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon, Rush, die vier, die dort gefangen sind, bring sie her! Boah. Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee. Nein! Nein! Lass meinen Bruder in Frieden! Horror Kid! Glaubst du wirklich, wir wollen jetzt noch deine Freunde sein? Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden. Genau diese Stimme wollte ich ihm geben. Seht nach oben! Versucht doch das Unabwendbare zu verhindern. Und sie schreien, ah, das geht auf die Ohren. Alles klar? Ich hatte, als ich das erste Mal hier gespielt habe, nach dieser Szene, die gleich kommt, habe ich keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, was ich irgendwie irgendwo noch machen muss. Also, mir ist irgendwie aufgefallen, dass wenn ich ihn so abschieße. So. Er die Ocarina fallen lässt, wir die jetzt aufnehmen und dann was passiert. Und danach habe ich wirklich fast keine Ahnung, jedenfalls, was ich tun muss. Lululu. Prinzessin Zelda hat dir einst dieses wertvolle Instrument geschenkt. Magische Töne. Ja, Gott. Ja. Zurück. Oh nein. Oh nein. Gleich müssen wir spielen. Und zwar die Ocarina. Und das kann ich sowas von gar nicht mit dieser komischen Steuerung. Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen? Auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen, kommt es mir vor, als würde unsere Freundschaft schon eine Ewigkeit werden. Unsere gemeinsamen Tage in Hyrule sind unvergesslich. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns wiedersehen. Bis zu diesem Tag, nimm dies an dich. Haben wir die nicht irgendwie anders bekommen? Ich bete, dass deine Reise eine sichere sein wird. Falls hier etwas zustößt, dann erinnere dich an dieses Lied. Oh Gott.
Ich kann das Lied nicht spielen. Okay. Oh, und das ging sogar! Wirklich, in Ocarina of Time habe ich fast 3 bis 4 Minuten vergeudet, um irgend so ein komisches Lied zu spielen. Alles klar, schon hauen wir ab. Also, sie hat uns ein Lied gezeigt, das Lied müssen wir gleich spielen und danach habe ich keine Ahnung, was passiert. Die Göttin der Zeit wacht über dich. Wenn du die Hymne der Zeit spielst, wird ihre Macht dir beistehen. Ja. Okay. Wach auf! Du sollst dich in Erinnerung schwelgen. Wir brauchen dich hier und jetzt. Diese alte Ocarina kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Vielleicht aber doch. Zu Hilfe, Göttin der Zeit. Bitte hilft uns. Hilf uns. Wir brauchen mehr Zeit. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. So, wie war das Lied jetzt? Huch, wo hast du denn dieses Instrument her? Oh yeah, jetzt ist Party Time. Speichern und zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Ja. Ja. Immer noch. Alles klar. Und wir fliegen. Und verlieren alles. Glaube ich jedenfalls. Ach man. Schade. Naja. Was soll's. Immerhin. Kaboom. Aber so wie es, so wie ich es in Erinnerung habe, haben wir die Ocarina immer noch gleich. Nachdem der ganze Schrott hier zu Ende ist. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Wow. Was ist passiert? Alles. Ja, alles. Hat von neuem begonnen. Wow! Wow! Cheats! Hacks! Nein, nur ein Scherz. Ja. Jetzt fängt das Spiel erst richtig an. Was hast du getan? Dieses Lied, dieses Instrument. Dieses Instrument! Ja, warte, das ist es, dein Instrument! Der Maskengärtner hat doch gesagt, dass er dich zurückverwandeln könnte, wenn du ihm den wertvollen Gegenstand bringst, der dir gestohlen wurde. Hast du das etwa schon wieder vergessen? Ja, eigentlich, aber nur müsste ich da jetzt zurück reingehen. Und lass mich in Ruhe. Ja. Aber, ja, aber, was aber, nix aber, ich gehe da gleich rein, aber erst im nächsten Teil. Und im nächsten Teil habe ich keine Ahnung, was passiert. Ich weiß nur noch, also, ich weiß nur, dass wir, ich will nicht spoilern, aber der nächste Teil wird fast komplett wieder blind. Also, im nächsten Teil spiele ich ab der Stelle, ab der ich aufgehört habe. Also, wollte ich nur mal kurz sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich mache jetzt einen Schnitt, wenn dieses Viech mich mal in Ruhe lassen würde. Ha, hier kommst du nicht hoch, wa? Nein, hier kommst du nicht hoch. Ja, ich bin böse. Nein, also, ja, bis zum nächsten Teil.